Nein, Feministinnen hassen keine Männer. Feministinnen hassen ein System, das Männer bevorzugt. Und es wäre sehr anstrengend, über 3,5 Milliarden Menschen gleichzeitig zu hassen. Die dümmste Sache, die man als Feministin hört, ist, dass man irgendwie ein Kindheitstrauma verarbeiten muss und dass wir alle irgendwie unterfickt sind oder so. Ich habe recht viele Feministinnen in meinem Freundeskreis und sie sind definitiv nicht alt und hässlich und frustriert. Ich finde eher, dass so die meisten Aushängeschilder von gewissen rechtskonservativen Parteien ziemlich alt und hässlich und frustriert sind. Ja, doch, heute habe ich mich rasiert. Aber hey, ich rasiere im Fall meine Beine wirklich nicht jeden Tag, wo ich ein Leben habe und Hobbys und Freunde. So, die elende, obsolete Frage, ob wir ein BH tragen oder nicht, finde ich so mühsam, weil es geht überhaupt nicht um das. Und wenn wir immer wieder darüber reden, was wir jetzt unter unseren Kleidern dran haben, können wir mit dem Vaterschaftsurlaub, mit der Lohngleichheit und mit ganz vielen anderen feministischen Anliegen einfach null weiter. Es gibt sicher viele Bereiche, wo wir in der Schweiz relativ weit sind, aber wenn man so ein bisschen den Vergleich macht mit skandinavischen Ländern, wo zum Beispiel die ganze Betreuung von Kindern ganz anders geregelt wird, haben wir doch noch einen grossen Nachholbedarf. Nein, Feministinnen sind nicht alle irgendwelche karrieregeile Monster. Ich zum Beispiel möchte ein Festmahlkind und eine Hochzeit in Weiss und so den ganz romantischen Zirkus. Und ich finde, das schließt meine feministische Arbeit überhaupt nicht aus. Ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft aufhören, so zu tun, als wäre eine Frau gleichberechtigt. Ich würde mir einfach so fest wünschen, dass sich Frauen nicht alles gefallen lassen.